Willkommen zurück und immer noch frohe Weihnachten hier bei Farm Together mit dem boshaften Kittmer. Frohen zweiten Weihnachtstag, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht es gut. Ihr habt bisher ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt, auch unter den vorherrschenden Bedingungen, die wir momentan hier im Lande haben. Aber ich bin dennoch ein boshafter Mensch, obwohl ich euch all dieses Glück und Genugtuung auf dieser Welt wünsche, dass ich euch Gesundheit wünsche, dass ich euch ein erfülltes Leben wünsche. Aber ich bin boshaft, wie ihr gehört habt. Insofern lernen wir daraus, liebe Kinder, boshafte Menschen sind auch die, die anderen Leuten Gutes wünschen. Möchtest du dazu noch etwas sagen, Chi? Ich habe dir nicht zugehört. Gut, das ist auch besser so, denn sonst würde mir wieder Boshaftigkeit unterstellt werden. Mhm. Hast du denn mittlerweile alle Felder angebaut? Nee, ich habe doch gesagt, ich warte, bis wieder Herbst ist. Ja, ja. Und was machst du jetzt die ganze Zeit? Rumstehen und warten, bis Herbst wird wahrscheinlich. Nein, ich bin im Haus und arbeite und, da schon. Und Honeybee City ist auch noch nicht abgeerntet. Das ist dein Brot, nicht meins. Honig auf dem Brot ist aber auch lecker. Aber ich bevorzuge ja Honig im Tee eigentlich. Ich mag keinen Tee. Und kein Honig wahrscheinlich. Ja. Ich habe Agavendicksaft. Ja, gut, du bist Agavendicksaft. Ja, du hast Pickel auf der Nase. Ja. Ja, das ist das, was du magst. Pickel auf der Nase. Pickel auf der Nase, ja. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Besonders, wenn sie dann irgendwann reif sind und diese weiße Flüssigkeit ausgedrückt werden kann, die man dann ganz schön von der Nase abschlürfen kann. Natürlich. Ich habe ja gerade einen Ofen gekauft. Ja. Ich kann kochen. Oh mein Gott. Wir sind übrigens auch Melonen nicht abgeerntet, sondern wir hatten hier so schlampig gearbeitet. Ja, ja. Ich mach mir jetzt Fisch und Chips. Ah! Wie geil ist das denn? Dafür kriegen wir, oh mein Gott, dafür kriegen wir nämlich Tickets. Wenn wir kochen. Ja? Ja. Ja? Aha, ja. Ist das hier ist ja alles nicht abgeerntet. Die ganzen Blumen, alles, nichts. Ich dachte, du hast was im japanischen Garten und alles und hast alles abgeerntet. Auch. Und Baumplantage, alles ist noch nicht fertig. Die Jahreszeit hat vielleicht gewechselt, du Affe. Ja gut, also bei mir gibt es wahrscheinlich heute das auch zu sehen, was man gerade bei der Chi sieht, aber ich muss ja gerade erstmal aufräumen bei den Sachen, die liegen geblieben sind, weil andere Menschen zu ignorant sind, um konstruktiv zu arbeiten. Aha. Du weißt schon, dass die Jahreszeit nachher wieder wechselt und wir die Bäume nicht mehr abernten können? Aha. Ich habe Gold gefunden. Aha. Ist ja alles egal, ne? Ja, ich fahre nur nicht in die Küche. Ja, da gehörst du auch hin. Okay, da schäme ich mich jetzt gerade nicht, dass ich jetzt was gesagt habe. Ich schäme mich dafür nicht. Hast du gehört, Chi? Nicht! Ja, ja. Gut. Das freut mich, dass du das so siehst. Aber bei allen anderen Frauen wäre das was anderes, ne? Aber bei dir, da lasse ich sowas nicht durchgehen. So eine famose Frechheit. Trifft mich weniger, als du denkst. Du, ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen. Aber es befriedigt mich trotzdem. Ich habe schon wieder Gold gefunden. Was hast du denn dazu? Nugget. Wie im echten Leben. Da finde ich normalerweise kein Geld. Nee. Nee, ich rede ja auch nicht von Geld, ich rede von Gold. Das finde ich in der Regel auch nicht. Warum nicht? So, wenn ich Glück habe, schaffe ich noch, die Bäume alle abzuernten, die du hier hast stehen lassen. Ich wünsche dir viel Glück. Aber ich lasse das jetzt mal. So. Mit was kann ich denn noch? Ding verdienen. Weißt du, was Hardcore wäre? Wenn man irgendwann so viele Bäume hätte,
dass du es nicht mehr schaffen würdest, in einer Jahreszeit alle abzuernten, selbst wenn du direkt zu Beginn der Jahreszeit anfangen würdest. Das wollen wir aber nicht. Nein, das nicht. Aber ich habe übrigens, weißt du, wie viele Felder es hier gibt? Also so diese Anschlussfelder, die man kaufen kann? Nee. Ich habe es letztens nachgelesen und ich meine, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, ist das irgendwas mit 42 oder sowas gewesen? Das klingt traumhaft. Dieses Spiel wird niemals enden. Und ich glaube, die letzten Erweiterungen kosten irgendwas mit 14 Millionen Diamanten. Ach so, ja, easy. Bist du jetzt fertig mit den Bäumen da hinten? Die Bäume, ja. Okay. Ja, siehst du, ich brauche dich nicht. Um das, die Farm hier zu bewirtschaften. Die bewirtschaften? Bewirtschaften. Komm, ey, von jemandem, der Nuggets nicht aussprechen kann, lass ich mir doch nichts sagen. Was willst du hier? Was willst du? Was willst du hier? Es ist meine Stadt, hä? Die habe ich gebaut, ja? Stopp, es hackt hier. Dumme Gans, dumme Ziege. Oh, ab, los. Weißt du, da will man helfen und dann ist er so. Ab, zurück an den Herd. Nee, es dauert noch 20 Minuten. Ich war irgendwo im Menü gerade unterwegs. Was machst du denn jetzt auf dem Fischmarkt? Fische verkaufen. Fischmarkt, ja. Fischmarkt. Mir ist kalt. Immer noch. Ja. Das hat sich seit Weihnachten nicht geändert. So. Du hast doch nicht erzählt, wie dein typisches Weihnachten abläuft. Ja, stimmt. Das wollten wir diese Folge eigentlich erörtern, ne? Ja. Also, mein typisches Weihnachtsfest läuft so ab, dass ich zu meiner Mutter fahre, wo ich mich mit meiner Schwester auch treffe und wahlweise dann mit entsprechendem Anhang natürlich und wir gemeinsam essen. Nicht mehr und nicht weniger. Ein ganz kleiner, Runde besinnliches Weihnachtsfest. Ohne große Tamtam, ohne die große, Personenanzahl. Das ist alles. Und ich bestehe darauf, dass es bei uns immer Rotkohl gibt. Also nicht ausschließlich, aber unter anderem. Nicht Rotkohl. Blaukraut. Nee, Rotkohl. Blaukraut. Rotkohl. Blaukraut. So, womit fange ich? Also ich bin jetzt gerade auch mal hier im Haus. Okay. Warum kann ich mir ein Bett kaufen, wenn ich schon eins habe? Warum sollte man das tun? Das Schöne ist, wenn heute die Folge rauskommt, bin ich hoffentlich voll gefressen mit Gans. Ah. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja. Weil Mama macht nämlich jedes Jahr zu Weihnachten Gans. Also zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, okay. Und Ente. So, ja, also ich muss momentan auch mit der Küche anfangen, weil anderes kann man ja nicht kaufen. Richtig. Und zu Weihnachten selber gibt's Fondue. Also Fondue und Raclette ist für mich typisch Silvester eigentlich. Ja, zu Silvester gibt's Raclette. Ja, ich sag ja, Fondue oder Raclette. Aber zu Weihnachten muss es was anderes geben. Ich jetzt eigentlich so rein. Und das hat sich bei uns so eintraditioniert. Gibt es eigentlich ein Badezimmer, also Badezimmerausstattung? Ja. Ja? Ja. Glaube ich. Keine Ahnung. Warte mal, hier gibt es einen Trockner, eine Waschmaschine. Ist schon mal was? Aber es gibt, wie es scheint, weder Toiletten noch Duschen noch Badewannen. Vielleicht musst du die noch freischalten. Nee, ich gucke ja gerade die Sachen durch alle. Ach so. Also bis nach unten. Ich meine, vom Level her können wir ja schon fast... Da ist eine Toilette. Siehste. Stimmt. Die schalten wir erst auf Level 58 die erste Toilette frei. Vorher müssen wir noch zurückhalten. Ah, nee, da sehe ich auch schon eine Toilette. Nee, vorher müssen wir in die Ecke kacken. Okay, nee, also wir können solche Sachen auch kaufen. Okay, dann muss ich... Kann ich denn da nicht eigentlich...
hier. Ah, okay, ich kann das Bett umsetzen, das ist gut, weil dann würde ich nämlich diesen Raum hier vorne als Schlafzimmer machen. Jetzt werde ich müde. Wo ich Schlafzimmer erwähnt habe. Achso, nee, das habe ich gerade nicht, da habe ich gerade nicht zugehört. Aber ich werde jetzt gerade müde. Ah, ja. Das hat ja sehr lange gedauert bei dir. Mhm. Genau, eine Folge. Okay, nee, normalerweise, ich müsste es jetzt hier anschließen, weil... Das ist wie mit Animal Crossing, davon werde ich auch müde. Oder Minecraft, davon werde ich auch müde, außer ich mache halt irgendwas mit Technik, dann werde ich nicht müde. Okay. Ich bin auch voll stolz auf mich, ich habe letztens wieder Halo aufgenommen. Ey. Ich komme endlich wieder hinterher. Ey. Und dann wollte ich gestern eigentlich Minecraft aufnehmen, dann kam mir WoW dazwischen. Ey. Ist sehr ärgerlich. Ja. Bin ich mittlerweile auf Stufe 33. Ui. Ey. Ich habe schon gesagt bekommen, ich stelle mich gar nicht so doof an. So? Oh, ich kann das Wasser anmachen. Mama, komm, ich mir vor, als würde ich einfach gegen eine Wand reden. Ich habe dir zugehört. Du hast doch mitbekommen, dass ich darauf reagiert habe. Aber was soll ich dazu sagen? Die hast du fein gemacht. Super, klasse. Ja, bitte. Scheiße. Ich finde das ein bisschen doof, dass der, dass man den Herd nicht direkt an die Arbeitsplatten anschließen kann. Ja. So, was hast du gemacht für ein Essen? Fish and Chips. Hä? Kann ich gar nicht machen. Aha, der Level ist noch zu niedrig. Ach da. Fish and Chips. Nee, wir haben nicht genug Ressourcen, deswegen. Ach so, ja, weil wir gerade alles verkauft haben, ne? Ja. Vielleicht sollten wir nicht mehr blind verkaufen, einfach alles. Aber es gibt Diamanten. Weißt du, es gibt Diamanten. Achso, ja, okay, klar. Ja, aber wir kriegen so Tickets. Ich mache jetzt einen Käsekuchen-Ski. Yay! Na, ich habe immer noch Kuchen in der Tiefkultur. So, das hat uns nämlich ein Käse und fünf von den Fleisch gekostet, die wahrscheinlich Nüsse sind. Und davon kriegen wir 14 Tickets. Tickets! Ja, es sind wie Nuggets. Nur mit Tickets. Nuggets. Okay, so, dann habe ich das. Achso, wir haben gar keine Quest angepinnt. Oh mein Gott. Was geht denn da ab? Oh, wir müssen nochmal Karotten machen. Nochmal? Ja, ich sehe schon. Ja, okay. Ja gut, die gehen ja schnell. Oh, Belted Kuh und Berkshire Schweine. Ja, nice. Belted Kuh weiß ich, Berkshire Schweine. Den muss ich mal eben schnell was zu essen geben. Irgendwo habe ich anscheinend zwei Karotten übersehen. Ja, scheint so. Okay. Wer sind denn die Berkshire Schweine? Seid ihr Berkshire Schweine? Nein, ihr seid Bentheimer Landschweine. Ihr seid Berkshire Schweine. Das ist meine Kuppel B. Ist irgendwie immer am Meckern die ganze Zeit. Ja, das kommt vom Stream heute. Wie verbringst du denn standardmäßig deine Weihnachten? Ich weiß, du hast es schon erzählt, aber ich habe nicht zugehört. Wow! Sack! Ich kann mich nur an Fondue erinnern, weil dann hat bei mir nämlich dieses Oh nein, Fondue gleich Silvester eingesetzt. Mann! Nein, brauchst du nicht halt. Eigentlich habe ich nicht viel über Weihnachten erzählt. Also, dass es bei uns Fondue gibt. Okay. Weil eigentlich ist Weihnachten... Also es fängt schon am Abend davor an, weil wir am Abend davor Christbaum schmücken. Okay. Und normalerweise, als meine Oma noch lebte, war dann Heiligabend in der Früh Christbaum schmücken meiner Oma. Dann
ging's in die Christmetten, nicht in die Christmetten, in die Kindermetten. Die setze ich allerdings aus, seitdem 5 Kinder bei uns umher. Was sind Kindermetten? Kindermetten. Die, Scheiße, wie nennt man das denn? Die Kirche für Kinder halt. Wo halt das Krippenspiel aufgeführt wird und viel gesungen wird. Was halt schön ist für die Kinder. Keine Ahnung, hat das einen bestimmten Namen? Kindermetten. Okay. Also Mette ist Messe, meine Güte. Die Kindermesse. Ach so. Ah. Ja, sag doch einfach Messe. Ja, es bin ich eingefallen, ist Hochdeutsch. Ja, Hochdeutsch ist schon sehr schwer, ne? Ich habe ein bisschen zu viele Karotten jetzt gemacht, egal. Ja, vom wegen nicht zuhören, ne? Ja. Und genau, dann geht's für die Kinder in die Kindermetten, für mich nicht mehr, mir ist das zu anstrengend. Ich bin dann zu Hause und warte darauf, dass beziehungsweise helfe beim Fondue herrichten. Ja. Und dann gibt's bei uns, also dann kommen alle Kinder zu uns. Ihr Kinderlein, ja. Komm mit dann kreuchen und fleuchen hier 5 Kinder durch die Gegend. Oh Gott. Mhm. Die packen dann die Geschenke aus, weil dann gibt's bei uns Bescherung. Und nach der Bescherung gibt es dann bei uns von mir. Ja, schön. Ja. Alles mit der Familie. Und natürlich die Anhänge der Familie. Also mein Schwager und so ist auch dabei. Logischerweise. Mhm. Beziehungsweise meine Schwäger sind ja 2. Ja, ist doch schön. Ja. Also ist zwar jetzt nicht so mein Ding, dass da so viele Kinder rumfleuchen, aber das, wenn man es gewohnt ist... Auch nicht mein Ding, aber ich konnte ihnen schwer sagen, sie sollen sie zurückstopfen. Nö, einfach zu Hause lassen und alleine kommen. Ja, das Problem ist, 2 der Kinder wohnen hier. Müssen die halt im Zimmer bleiben. Ja, auf 2 dieser Kinder habe ich heute aufgepasst. Und das eine hat mir 15 Minuten lang ins Ohr geschrien und meinen Pulli voll gerotzt. Ich war glücklich. Ach so, okay, ja. Überhaupt nicht. Es gibt Dinge, womit man mich glücklich machen kann, aber das gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Nein, ich bin kein Kindermensch. Überhaupt nicht. Ja, ich weiß, was gehört, sich nicht als Frau zu sagen, aber nein, ich möchte keine Kinder. Gee. Ja. Hast du etwa Kinder? Ja. Nein, ich hasse sie nicht, aber ich mag sie nur, wenn sie nicht mir gehören. Hast du eigentlich auch diesen Drang, alles, was du baust, anzuklicken, in der Hoffnung, es passiert? Du kannst da irgendwas machen? Ja. Habe ich auch gerade. Immer dieses Kackmenü. Ja. Habe ich gerade mit der Theke gemacht, mit dem Kühlschrank gemacht. Das mit der Mikrowelle. Das Einzige, was funktioniert, ist der Herd und ich kann das Wasser am Waschbecken anstellen. Ja. Wahnsinn. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal im Herd ein paar Tickets verdienen und dann... Was müssen wir verdienen? Tickets. Okay, worauf machst du die, also wie kannst du die Tickets denn machen? Nuggets. Darauf wollte ich im Konsens zwar hinaus, aber gut. Eigentlich wollte ich jetzt erst, dass du Herd sagst. Hätte ich dich gefragt, was kann man denn auf dem Herd noch machen? Sex. Was? Damit man dann an das Niveau der letzten Folge anknüpft. Was hat die Zahl 6 damit zu tun, Chi? Erklär mir das bitte. Ja, kennst du nicht diese Zahlenkuchen? Bei Geburtstagen zum Beispiel, wir waren ja vorhin beim Thema Kinder. Und irgendwann werden Kinder 6 Jahre alt. Und dann kannst du so einen Kuchen backen, der die Form von einer 6 hat. Aha. Komisch. Ja. Piep, piep, piep. Nion. Ich gehe auch mal zurück in mein Häuschen. Ich habe eigentlich alles gebaut, was ich so wirklich bauen konnte und was ich auch haben wollte. Nee, meine Fish and Chips sind nämlich fertig. Ach so. Ich
könnte natürlich jetzt noch ein paar andere Sachen holen, aber ich weiß sowas wie so ein Bücherregal, aber ich möchte eigentlich erst andere Elemente holen, weil das Bücherregal wäre eher was fürs Wohnzimmer. Ich brauche noch mehr Fisch dafür. What the fuck? Du brauchst doch ein Bücherregal fürs Wohnzimmer holen, ja, weiter. Aber ich möchte eigentlich erst so Sachen wie Sofa und so platzieren, weil das so die zentralen Elemente für mich sind eigentlich. Kann ich Jalousien hoch und runter machen? Nein. Schade. Nee, du kannst nur die kompletten Fenster einfach verkaufen, obwohl da nur Jalousien steht. Ach so. Und außerdem heißt es Rollo und nicht Jalousien. Ich recycle mal die Kartons, die hier stehen. Hab ich auch. Ey, die bringen 8 Diamanten? Ja, cool. Mhm. Ja. Okay, bei Fish and Chips muss man immer wieder Fisch nachliefern. Echt? Ja, wir hätten den Fisch nicht verkaufen sollen. Ja, dann ab in den japanischen Garten. Also ich bin immer noch dafür, dass wir große industrielle Fischfangse anlegen. Fischfangse? Wiep. Was kann ich denn aktuell noch kaufen, sag mal? Was war das? Ach, das war der Gewürznelkenbaum. Mein Ohr juckt. Ich brauche einen Moment, ich muss die Kühe leveln. Haben die Kühe denn hinten eigentlich schon ihre Futtertröge? Wir müssen die Folge beenden. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ich wollte aber nur noch mal eben schnell diese eine Sache machen. Ja, mich ankacken, dass ich letzte Folge nicht zum Schluss gekommen bin. Wann habe ich das denn gemacht? Letzte Folge. Gar nicht wahr, zeig mir einen Beweis. Habe ich doch aufgenommen, du Affe. Echt? Mhm, okay. Wie gesagt, zeig mir einen Beweis, dann können wir da gerne drüber reden. Ich esse derweil Plätzchen. So, ich baue jetzt erstmal hier. Und alle auf meinem Kanal, ihr seht jetzt nichts, weil Kitma ist schuld, dass ihr jetzt nichts seht, weil der kommt nicht zur Pütte. Hä, bei mir auf, weil ihr auf dem Kanal seht ihr nichts? Mhm. Warum sieht man bei dir auf dem Kanal nichts? Weil ich nur rumstehe. Ach so, ja, kann ich ja nichts dafür, wenn du so ignorant bist. Weil du nicht weitermachst. Also bei mir ist gerade richtig Action. Nein, das ist nicht. Mein Gott, ey, wie viel fressen diese Kühe eigentlich? So, ihr kriegt hier hinten noch einen Futtertrog. Wir könnten übrigens noch für 575 Diamanten cheaten. Naja, gut. Aber für 5. Nein. Warte. Für 550 Diamanten-Ski. Du bewegst dich Nein. ja. Du stehst nicht nur rum. Ja. Das ist aber. Achso, wir sollten nicht alles verkaufen, Ski. Ja, deswegen war ich nur bei den Marmeladengläsern und bei den Blumen. Ja, okay, gut. Dann, ja. Ski, jetzt komm doch endlich mal zum Ende, Mann. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Tschüss. Tschüss.